was die Unverbindlichkeit der Menschen mit mir macht. Das ist eine gute Frage. Lass mich die Frage andersrum stellen, beziehungsweise lass mich was einleiten und dann lass mich die Frage anders stellen. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen, wenn sie mit mir einen Weg gemeinsam gehen, also ich als Mentor, Lehrer, die Menschen dann als Mentee, wie man neudeutsch sagt, oder auch einfach als Schüler, dass sie an einen Punkt kommen, wo sie vielleicht feststellen, oh, das wird mir jetzt zu mühsam, das wird mir jetzt zu schwer, das wird mir jetzt zu unbequem, zu ich weiß nicht was. Oder sie machen ein Gespräch aus und erscheinen nicht. Sie machen ein Gespräch aus, sagen es kurz vorher ab, unter ganz komischen Gründen oder. Ich glaube, das ist das, was du mit Unverbindlichkeit meinst. Und natürlich, ich habe mich oft, also früher habe ich mich gegrämt, ja, früher habe ich mich geärgert, weil ich mir gedacht habe, ja super, ich habe mir Zeit genommen und jetzt kommt er nicht oder jetzt haben wir so viel Zeit investiert und jetzt kneift er oder sie will nicht weitermachen und so weiter und so weiter. Aber schlussendlich muss man sich die Frage stellen, und jetzt kommt die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wem gegenüber sind diese Menschen denn unverbindlich? Wen verletzen diese Menschen denn? Mich? Nee. Ich gebe, was ich zu geben habe. Ich gebe immer alles. Ich halte nichts zurück. Du kriegst von mir immer 100%. Ich bin immer da. Und ja, ich habe Bürozeiten, ja, ich weiß. Aber grundsätzlich bin ich immer da. Und was du von mir auch bekommst, ist 100% Ehrlichkeit. Ja, ich halte nichts davon, irgendwas mit Zuckerguss zu übergießen oder jemanden zu bauchpinseln, wenn es klüger wäre, diese Person den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hier musst du hinschauen. Weil in diesem Schmerz liegt dein Wachstum, hinter dieser Tür des Schmerzes liegt dein Wachstum, hinter dieser Tür kommst du weiter. Es gibt auch keinen Umweg in dem Sinn. Also wenn jemand diesen Weg dann scheut und wenn jemand sagt, nee, das ist mir dann doch zu unbequem oder meine Komfortzone ist in dem Fall wichtiger als meine persönliche Entwicklung, als es, dann ist es so. Dann ist das so. Aber die Leute nehmen ja nicht mir was weg. Ja, diese Menschen nehmen sich etwas weg. Diese Menschen nehmen sich die Möglichkeit. Diese Menschen sind sich gegenüber unverbindlich. Diese Menschen verletzen sich. Nicht, weil ich so toll bin und nicht, weil ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte oder. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, wenn du zu mir kommst und mich als Lehrer akzeptierst und wenn du der Meinung bist, ich bin ein guter Lehrer für dich, dann wäre es klug, du würdest möglicherweise den Ratschlag, den ich dir gebe, auch zumindest überdenken. Du musst nicht allem blind folgen, gar keine Frage. Das würde ich sowieso nicht wollen. Aber du könntest zumindest diesen Ratschlag überdenken. Aber wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, das, was mir mein Lehrer sagt, das ist unbequem. Das, was mir mein Lehrer sagt, da stoße ich auf Widerstand. Dann muss man diesen Widerstand hinterfragen. Und wenn dieser Widerstand einfach nur aus der Komfortzone geboren ist, ergo bin ich nicht ärgerlich, wenn jemand mir gegenüber auf diese Art und Weise unverbindlich ist. Weil er ist nicht mir gegenüber unverbindlich. Er ist immer sich selbst gegenüber unverbindlich. Er verletzt sich immer nur selbst. Und das ist schade, weil diese Menschen nehmen sich die Möglichkeit, weiterzukommen. Diese Menschen nehmen sich die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Diese Menschen nehmen sich die Möglichkeit, durch die Übernahme von Verantwortung für ihr Leben, ihren Weg zu gehen.